Ich werde noch mal einen Schluck Wasser trinken. Okay. So. Wir sind auf der Startrampe. Wir machen erstmal ACS an. Gut. Haben wir alle. Nochmal überlegen. Grübel, grübel. Lässt er sich eigentlich jetzt anklicken? Nicht so wie gestern oder so? Nö, immer noch nicht. Gut, da haben wir noch ein paar alte Dinger drin. Was ist denn hier los? Achso, der heißt geländet. Da sehen wir es nochmal. Jo. Der ist jetzt der Crew hinzugefügt. Jo, ich würde mal sagen, wir können starten. Wir starten mit halber Leistung oder machen wir mal zwei Drittel? Zwei Drittel erstmal. Jo, zwei Drittel reicht. Er kommt sogar ganz gut. Wir lassen ihn wieder auf 200 Meter der Sekunde, gehen dann auf die Hälfte runter. Okay. Sogar ein bisschen weniger als die Hälfte runtergegangen. Das heißt also, wir haben jetzt doch ein bisschen mehr Delta V. Das brauchen wir auch, weil wir wollen ja zum Minmus. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Leistung. Ob wir wollen oder nicht. Das ist halt so. So, wir haben jetzt die Wolkendecke durchdrungen, haben die erste Atmosphärenschicht hinter uns, sind bei 10.000 bei 330 Meter pro Sekunde. Wir haben leichte Vibrationen. Sieht man, jo, typische Vibration, wie man sie halt kennt. Ja? Aber na jo, das ist halt so. Gut, wir haben die 500 Meter pro Sekunde erreicht. Wir wollen aber 600 leicht. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen runter. Genau. Und dann gehen wir langsam in den Kippling. Wir gehen langsam runter. Wobbel, wobbel, wobbel. Die fliegt sich wie ein... Ach du Schande, wie fliegt die sich denn? Ah, nicht mehr Gas, eher weniger. Vibration aufhören lassen. Bitte hört auf, Vibration. Danke. Oh Mann. Gut. Oh yes. Gut. So, wir haben die Dinger leer gebrannt. Wir trennen sie ab. Ich hoffe, das sah nur spektakulärer aus, als es ist. Geben Gas jetzt rauf. Und wir brennen. Sehr schön. Okay, die wird jetzt ziemlich lange brennen. Weil die hat richtig was drinne. Dann wollen wir hier mal aufmachen. Geben uns mal die Stage raus. Und die brennt jetzt wirklich. Gut, ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe, dass das reicht. Ansonsten muss ich nochmal reverten und den Turn definitiv früher einleiten. Wir haben 94. Wir sind auf einer Höhe von aktuell... Ich sollte mir wirklich mal einen Botz drauf machen. Ich krieg langsam die Grütze. So, 82. Jo, wir sind noch weiter steigend. 84. Na, das wird aber lustig. Das wird lustig. Sollte ich nicht einigermaßen in den Orbit kommen, bevor wir die APO erreichen, dann werde ich nochmal resetten müssen. More Struts, ja, More Struts, das ist definitiv auch eine Lösung, ja. Aber ich geize üblicherweise mit diesen Struts immer rum. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Die fallen doch ja nicht so ins Gewicht. Und teuer sind die auch nicht wirklich. Naja. Aber so bin ich. Ja, langsam öffnet er sich. Er öffnet sich langsam. Er öffnet sich verdammt langsam. 13 Sekunden. Wir werden mal die Nase ein bisschen höher ziehen. Nee, das wird nicht. Wir müssen definitiv nochmal neu brennen. Wir fallen gleich wieder und... Oder?
Na? T0. Wir geben mir ein paar Sekunden Zahlen Chance, mal sehen. Aber es sieht nicht gut aus. Nee, wir haben blöd gebrannt am Anfang. Definitiv blöd gebrannt. Gut, wir gehen nochmal zurück. Revert Flight zum Launchpad. Das geht besser. Das muss besser gehen. Ich hab's schon besser hingekriegt. Also, das geht definitiv besser. Ne? Gut, wir machen mal Vollpower. So, jetzt machen wir mal ganz anders. Ich gebe mal ein bisschen Power rauf. So. Wir wollen mal gucken. Jetzt will ich mal ein bisschen hier die Rakete treiben. Wollen wir mal sehen. So. Will man mal was schauen. Was passiert denn, wenn wir die Rakete einfach mal ein bisschen treiben und ein bisschen ärgern? Vielleicht klappt's ja. Okay. Okay. Schauen wir mal. So, der Winkel. Den halten wir mal. Müsste theoretisch besser sein. Ja, wir haben noch 500 noch was. Sieht eigentlich ganz nett aus. Also auf die äußeren Tanks würde ich welche machen. Dann wobben die schon nimmer. Ja, das stimmt allerdings, ja. Bob Kerman sagt, für jedes Konstruktionsproblem gibt es zwei Lösungen. Mehr Booster und oder mehr Struts. Ja, die Mehr-Booster-Lösung, die kenne ich auch. Ja, die ist mir bekannt. Die habe ich schon mal gehört. Das. Okay. So, jetzt wird es gleich wieder eine heftige Explosion geben. Die spektakulär aussieht, aber nichts zu bedeuten hat. So, dann wollen wir mal schauen. Ja. Wir kommen definitiv jetzt höher. Es ist besser. Es ist definitiv besser. Gut, wollen wir mal gucken, wie hoch wir kommen. Kann ich denn hier noch ein bisschen genau? Kann ich? Da kann ich noch machen. Da erlaubt er mir das noch. Da ist das Spiel sehr sozial. Gut. Aber irgendwie haut das noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Ich habe die doch schon mal hoch gehabt. Das ist die genau gebaute, die ich offscreen mal gespielt habe. Warum will sie nicht? Da trägt man wieder auf hier. Ich könnte wetten, das ist die Düse eigentlich an dieser Stufe. Die haut nie hin. Irgendwie ist diese Düse Mist. Gut, machen wir eine andere Düse ran. Und wir machen Struts ran, genau. Das war das Wort gewesen, was ich gesucht habe. Das war das Wort zum Sonntag. So, wir machen die hier weg. Das heißt, welche nehmen wir? Nehmen wir die Skipper? Wie viel frisst die raus? Die nimmt 16.000. Die hier nimmt 6.000. Und die nimmt 44.000. Wie viel denn? 310, 320 Vakuum. Wir nehmen die Skipper. So, und jetzt kriegt das Struts. Jetzt mache ich Struts ran. Struts, wenn wir schon mal hier drin sind, wird gestruttet. Das heißt, gehen mal hier, gehen mal da rü, halt, 4. Mal 4, okay.
So, nochmal. Einmal hier oben an das Weiße, dann da oben an das Weiße. Soll ein bisschen schick aussehen. Dann das unten hier auch nochmal gleich. Ein bisschen näher ran, damit wir hier was sehen, was wir machen. Einmal hier. Und einmal da drüben. Na, so ungefähr, wa? Das theoretisch sollten die Struts schon reichen. Ich hoffe zumindest. Gut, gucken wir nochmal nach. Jetzt ist die natürlich auf der falschen Stufe drin. Das heißt, die kommt da rein. Gucken wir nochmal, ob der Rest so stimmt. Das heißt, die zünden, die in die zünden, die zündet. Die zündet, dann gehen die da. Ja. Mensch. So, und dann müsste jetzt durch diese Korrektion dieser Stufe das eigentlich klappen. Hoffe ich zumindest. So. Warum ist der so weit weggescrollt? Keiner weiß es. Wollen wir sie wieder treiben, ja. Wir treiben sie. Wow. Die drücken immer so nach außen, ja. Ich sollte wirklich öfter Struts verwenden. Ich sollte wirklich viel öfter Struts verwenden. Gut. So, wir sind gleich gut dabei. Was haben wir denn? Gleich 10.000? Bei 400 Meter pro Sekunde. Ja, mal gucken, wie sie sich steuern lässt. Na, es schwingt das obere Teil. Hallo? Ja. Das kann man vergessen. Was war das jetzt? Gott, ey. Oh Mann. Da soll mal einer sagen, dass die Raumfahrt keinen Spaß macht. Also, also so ein Ding wieder mal. Gut, wir düsen. So, wir gehen ein bisschen runter. Lassen Sie schön kommen.